Und dann können wir auf diese Aufgabe 5 drauf schauen. Also Sie haben eine verlustlos angenommene Leitung. Kann man sich erstmal überlegen, wie praktikabel und sinnvoll das ist. So einigermaßen. Also natürlich haben Leitungen immer Verluste, aber im Normalfall, wenn ich über die Leitung Signale, Daten, Energie übertragen will, dann muss die verlustarm genug sein, dass da am Ende irgendwie was Sinnvolles ankommt, sodass man diese Näherung, sie ist verlustlos, immer tatsächlich ganz gut machen kann. So, und die hat jetzt eine Länge von 3 Meter und wir haben eine Frequenz von 30 Megahertz. Das wäre jetzt, also ne, bei regenerativen Energien müsste man die Leitung noch ein bisschen länger machen, dann wären wir vielleicht irgendwo im Kilohertz-Bereich, wo was passiert. Also das wäre jetzt irgendwie vielleicht sowas wie die tausendste Oberwelle von irgendeinem Umrichter oder sowas. Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt was, was man, also keine Frequenz, die man in energietechnischen Systemen hat, aber letztendlich ziemlich egal, was wir hier für eine Frequenz haben. Frequenz macht Wellenlänge und sobald die Wellenlänge irgendwie groß wird im Vergleich zur Leitungslänge, solange die Leitung groß wird im Vergleich zur Wellenlänge, ja, wird das interessant. Solange, wenn unsere Leitung viel kürzer ist als die Wellenlänge, interessiert das keinen, ob man jetzt eine Leitungstheorie hat oder nicht. Aber wenn die Leitung lang ist gegenüber einer Wellenlänge, dann passiert da schon ein bisschen was. So, und wenn man jetzt, könnte man ja mal so als erstes sich überlegen, nur um mal so eine Idee zu bekommen, wenn ich von einer Frequenz von 30 MHz mal im Freiraum die Wellenlänge ausrechne, die nenne ich mal Lambda 0, weil die in Luft wäre. Auf der Leitung hätten wir nachher noch eine andere. Wie könnte man die ausrechnen? Frequenz und Lichtgeschwindigkeit. Genau, mit Frequenz und Lichtgeschwindigkeit. Und wie müsste ich die verrechnen, damit eine Wellenlänge bei rauskommt? Ja, ich hätte gesagt, genau andersrum, weil wir wollen ja am Ende Meter haben. Also wenn wir C0 durch F rechnen, ja, dann haben wir ja was in Meter pro Sekunde durch pro Sekunde. Dann kürze ich die Sekunden weg, kommt Meter raus. So, also wenn wir mal die 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde Freiraumlichtgeschwindigkeit einsetzen und unsere 30 Megahertz, das sind 30 mal 10 hoch 6, das kann ich auch schreiben als 3 mal 10 hoch 7 und Hertz schreibe ich mal gleich als 1 durch Sekunde, kürzen sich die 1 durch Sekunde weg, bleiben Meter über und dann kriegt man was raus. Genau, 10 hoch 1. Also 10. Ja, ich kann ja eigentlich alles wegkürzen. Es bleiben 10 Meter über. So, und naja, jetzt ist unsere Leitung nicht wirklich länger als diese Wellenlänge, aber schon irgendwie so in der Größenordnung. Das heißt, da wird das so langsam interessant, Leitungstheorie zu betrachten. Insbesondere, weil die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf unserer Leitung hier noch ein bisschen kürzer ist. Ja, also wenn wir jetzt mal Lambda wirklich auf der Leitung ausrechnen, können wir die gleiche Rechnung nochmal machen, bloß mit V durch F. Und dann können wir uns überlegen, wenn das jetzt nicht 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde sind, sondern 2 mal 10 hoch 8, dann kommen da eben 2 Drittel von 10 raus. 2 Drittel mal 10 Meter und das sind eben ungefähr 6,6 Meter. Ja. Können wir jetzt mal als ingenieurwissenschaftliche Genauigkeit reicht das so hin. Ja, und dann ist unsere Leitung eben ungefähr halb so lang wie die Wellenlänge. Dann ist das schon durchaus total sinnvoll, Leitungstheorie zu berücksichtigen. So, dann haben wir eine Impedanz am Ende der Leitung. Die hat 260 Ohm als Realteil, 180 Ohm als Imaginärteil. Was könnte das sein? Oder was ist, wenn ich einen Realteil habe und einen positiven Imaginärteil? Genau, was ohmsch induktives. Ja, also das ist der Widerstand und das ist sozusagen der induktive Anteil. Also letztendlich könnte das sowas wie ein Motor sein. Ja, müsste man jetzt mal gucken, ob so ein normaler Motor in Anführungszeichen bei Frequenz von 30 MHz wirklich noch wie eine Induktivität funktioniert oder ob da nicht schon langsam auch eine Wicklungskapazität oder so zuschlägt. Aber könnte man mal als was ohmsch induktives hinnehmen. So, und dann soll die Impedanz die Leitung eine charakteristische Impedanz haben von 100 Ohm.
Das wäre jetzt zum Beispiel so ein CAN-Bus-Kabel oder eine Doppelleitung, die man irgendwo hat. Ja, also die Koaxialkabel, die man so in der Hochfrequenztechnik hat, die haben alle 50 Ohm und Fernsehantennenkabel haben 75 Ohm und so Doppelleitungen, Netzwerkkabel, CAN-Bus-Kabel, die haben sowas wie 100, 120 und ja, manchmal haben Leitungen auch noch ein bisschen mehr, aber irgendwie sowas in dem Bereich von ein paar 10 bis ein paar 100 Ohm ist nicht unüblich. Und jetzt soll man hier so verschiedene Sachen machen und als erstes mal einen Reflexionsfaktor bestimmen, ein Stehwellenverhältnis der Eingangsimpedanz und sich mal so überlegen, wie sehen Strom- und Spannungsverläufe aus auf der Leitung, wo wäre ein Strommaximum vor der Abschlussimpedanz, wenn man so Spannung entlang der Leitung messen würde, im Sinne dieses Stehwellenverhältnisses. Und ich nehme mal die Farbe Blau für diesen ersten Aufgabenteil. Ja, und wir können uns überlegen, wie können wir das jetzt versuchen zu machen. Oder, also die Idee von der Aufgabe ist auch ein bisschen, eigentlich weiß man aus dem Skript vielleicht eine Lösung. Ja. Und warum ist die so? So. Die wurde ja gut hergeleitet. Die wurde schon gut hergeleitet, ja? Ja gut, dann versuchen wir vielleicht tatsächlich nochmal irgendwie diese Herleitung ein bisschen so nachzuvollziehen und im Detail durchzugehen. Wie würde denn diese Lösung aussehen für einen Reflexionsfaktor oder was steckt da drin in der Formel? Genau, also und das findet man auch tatsächlich irgendwie ganz gut so als Wikipedia-Wissen, ja, wenn man mal nach Reflexionsfaktor sucht, dann gibt es hier ja, so eine Formel, wo drin steht, also der Reflexionsfaktor soll sein, das Verhältnis von der, und das ist im Prinzip so, wie er definiert ist, ja, rücklaufende Welle durch hinlaufende Welle. Also ich gebe eine Welle hin, ich gebe eine Welle drauf und die wird an dieser Last reflektiert und ich kriege eine rücklaufende Welle. Und naja, spannenderweise ist das dann genau das Gleiche. Das hängt mit der Definition der Wellenimpedanz zusammen. Kriegt man für Stromwellen genau den gleichen Wert, aber negativ. Und dann sollte da diese Formel rauskommen. Und ZW2 ist das sozusagen hinter dem Impedanzsprung. In dem Fall wäre das unsere Last und ZW1 ist eben vor dem Impedanzsprung, das wäre die charakteristische Impedanz der Leitung. Also wir sollten, ich kann das ja auch mal kurz kopieren, ja, also das ist das, was hier aus der Wikipedia rauskommt. Wenn ich das mal hier irgendwie einfüge und wir das mal auf unser Problem hier anwenden, sollte jetzt bei uns eigentlich rauskommen und ich mag das Gamma hier nicht so richtig, ich nenne das mal lieber R. Und das R, weil unsere Lastimpedanz komplex ist, wird das nachher auch komplex sein. Ja, sollte es eben sein, Z minus ZC durch Z plus ZC. Also der Unterschied zwischen den beiden Impedanzen geteilt durch die Summe von den beiden Impedanzen. Und jetzt kann man sich schon mal überlegen, was da so für Fälle bei rauskommen können oder welche Werte dieser Reflexionsfaktor annehmen kann. Also wenn die Lastimpedanz zufälligerweise genauso groß ist oder wäre wie die charakteristische Impedanz, dann wird der Reflexionsfaktor 0, weil wir hier oben ja 0 haben. Ja, also 0 durch irgendwas, was auf jeden Fall nicht 0 ist, dann wird der 0. So, und das ist das, was man so typischerweise in der Hochfrequenztechnik, in der Signalkommunikationstechnik anstrebt. Ich will Signale übertragen über meine Leitung, die sollen in meinen Empfänger in die Last reingehen und die sollen da bitte nicht reflektiert werden, weil sonst hätte ich ja wieder Reflexionen von dem Signal auf dem Kabel, auf der Leitung, die sich mit den ursprünglichen überlagern, dann kriege ich einen riesen Durcheinander raus. So, und das ist aber in der Energietechnik leider nicht so, ja, weil ich meine, weil die Lastimpedanz nicht der charakteristischen Impedanz der Leitung entspricht, sondern irgendwie was anderes macht. So, und tja, also dann kann man sich überlegen, wenn jetzt diese Lastimpedanz viel größer ist als die charakteristische Impedanz, was passiert dann? Also wenn das zahlenwertmäßig, betragsmäßig viel größer ist als das, Das wird ungefähr 1.
Dann wird es ungefähr 1, weil wenn das hier viel größer ist, kann ich ja das ZC hier und hier ignorieren und dann steht da einfach Z durch Z, da kommt 1 raus. Und wenn jetzt die Lastimpedanz viel kleiner ist als die charakteristische Impedanz, dann kommt minus 1 raus, weil dann kann ich das und das hier vorn ausblenden und dann steht da minus ZC durch plus ZC kommt minus 1 raus. So, also bei großen Lastimpedanzen, wenn wir Richtung Leerlauf gehen, dann kommt da eine 1 raus für den Reflexionsfaktor und wenn wir gegen Kurzschluss gehen, kommt da eine minus 1 raus und ganz allgemein muss sich dieser Reflexionsfaktor praktisch also der Komplexe im Einheitskreis bewegen. Ja, der kann nicht betragsmäßig größer als 1 werden, weil das würde die Energieerhaltung verletzen. Das würde ja heißen, es wird mehr Energie zurückreflektiert, als ich draufgebe. Das kann bei einer passiven Last nicht passieren. Ja? Und deswegen stand in dem Wikipedia-Artikel auch hier drin, das Gamma soll bitte schön betragsmäßig größer, kleiner gleich 1 sein, damit die Energiehaltung nicht verletzt ist. So, und naja, jetzt können wir das versuchen, auf unser Leitungsmodell so ein bisschen anzuwenden. Also ich mal meine Skizze, Skizzen helfen immer. Ja. Also wir haben am Anfang eine Spannungsquelle, ja, die uns das Ganze speist. Die nenne ich mal einfach UQ. Und dann hätten wir hier vorne sozusagen den Start der Leitung. Ja, und hier male ich jetzt mal so ein Leitungsersatzmodell. Also das hier soll jetzt die Übertragungsleitung sein. Und hier unten male ich mal genau das Gleiche. Und hier hinten wäre jetzt die Lastimpedanz angeschlossen, das Z. So. Und das, ne, und die steht jetzt hier nirgendwo, aber wir könnten jetzt annehmen, die Leitung zeigt in Z-Richtung, also das hier wäre eine Z-Achse. Irgendwie brauchen wir eine Koordinate und das wäre zum Beispiel die Stelle 0, wo die Leitung anfängt, das wäre die Stelle L, wo die Leitung aufhört, das wären die 3 Meter. So, und dann hätte unsere Leitung eben diese charakteristische Impedanz, die hätte auch diese Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und jetzt kann man sich noch überlegen, also hier vorne hätten wir den Strom an der Stelle 0, hier hätten wir die Spannung an der Stelle 0, die entspricht natürlich genau der Quellspannung. Und hier hätten wir eine Spannung U am Ende der Leitung. Und im Frequenzbereich sind das natürlich auch alles komplexe Zeiger und hier hätten wir einen Strom am Ende der Leitung. Ja, und eigentlich habe ich jetzt nichts gemacht, außer eine Skizze gemalt und mal ein paar Ströme und Spannungen eingetragen. So, naja, und jetzt wollen wir trotzdem irgendwie diesen Reflexionsfaktor herleiten. Und in dem stecken hin- und rücklaufende Wellen drin. So, und irgendwie müssen wir jetzt Formeln aufschreiben, wo hin- und rücklaufende Wellen drin auftauchen und wo natürlich vielleicht auch Gesamtstrom und Spannung entlang der Leitung drin auftaucht. Ja, oder um das nochmal so ein bisschen zu motivieren, also was jetzt hier passiert, diese Quelle macht uns Wellen. Die Wellen breiten sich vorwärts hinlaufend entlang der Leitung aus. Ja, und dann können die hier hinten reflektiert werden, dann laufen die zurück, dann könnten hier vorne wieder reflektiert werden, laufen wir hin. Also auf jeden Fall kriegen wir hinlaufende Wellen und wir kriegen rücklaufende Wellen. So, also das heißt, wir könnten schreiben für unsere Spannung an jedem Ort der Leitung in Abhängigkeit von Z, dass sich das immer zusammensetzt aus einer hinlaufenden Welle und einer rücklaufenden Welle. Richtig? So. Und nennen wir die hinlaufende Welle genau wie hier U hin oder die Amplitude von der und die könnte im Allgemeinen natürlich auch ein komplexer Zeiger sein und die rücklaufende Welle nenne ich U rück, so wie hier oben in der Formel das schon mal steht. So, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich eine Abhängigkeit von meiner Ortskoordinate hier Z hinbekomme, so dass diese hinlaufende Welle entlang positiver Z-Richtung propagiert und die rücklaufende Welle entlang negativer Z-Richtung propagiert. Ja,
probiert, haben wir das, also haben wir dann so aufgestellt, dass wir noch U zum Zeitpunkt Z gleich 0 und dann auch. Also, was noch mit Zeitpunkten drin, ne? Genau. Ja. Und wir sind jetzt aber, wir machen das jetzt hier im Frequenzbereich. Wir haben jetzt keine Zeiten. Wir sind im Frequenzbereich. Also, das in Abhängigkeit der Zeit, das machen wir sozusagen nächste Woche. Ja. Wir sind jetzt so wie in Grundlagen Elektrotechnik 2, so wie man einen Resonanzkreis beschreibt. Ja, da gibt es Stromzeiger und Spannungszeiger, aber es gibt keine konkreten Zeitpunkte, weil wir immer davon ausgehen, dass alles, was hier ist, eben sinusförmig ist, harmonisch ist. So. Ich meine, da könnte man jetzt eigentlich einen Maschenumlauf nehmen, da sind ja U hin und zurück schon drin. Ja, wir könnten sowas wie so einen Maschenumlauf nehmen, aber es gibt natürlich auch einen Spannungsabfall entlang der Leitung, wenn man so will, ne? Oder an jedem, also wenn ich mir jetzt hier so ein Leitungsmodell denke, was im Frequenzbereich funktioniert, was auch im Zeitbereich funktioniert, könnte ich mir immer entlang jedes Leitungsstückes so ein bisschen Induktivität denken und immer ein bisschen Querkapazität. Ja? Aber genau, das ist so ein Modell, was auch recht nützlich ist, was uns jetzt aber hier nicht so richtig weiterhilft. Also ich brauche jetzt im Prinzip, wie breitet sich diese hinlaufende Welle in Abhängigkeit von Z aus? Ja? Und also was passiert, wenn ich so ein sinusförmiges Signal hier losschicke und das jetzt hier lang wandert und ich würde zu einem bestimmten Zeitpunkt drauf gucken? Dann habe ich ja überall entlang der Leitung, werde ich immer ein sinusförmiges Signal sehen. Ja? Aber das ist im Prinzip zeitverschoben und eine Zeitverschiebung für eine Sinusfunktion könnte ich auch aufschreiben als, also wenn ich sowas habe wie Sinus von Omega T und jetzt ist mein T um irgendein Delta T verschoben, könnte ich im Prinzip das Delta T auch auffassen als eine Phasenverschiebung, ganz genau. Ja? So, also es ändert sich Phase. So, und Phasenverschiebung kriege ich ja hin, indem ich E hoch J Z rechne. Ja, so, also, weil das macht eine Phasenverschiebung. Da denken wir gleich nochmal drüber nach. So, ich schreibe mir ja mal schon mal irgendwas mit E hoch JZ. Also, ich kriege eine Phasenverschiebung in Abhängigkeit von dem Z. So, und jetzt kann ich mir so ein bisschen überlegen, wenn ich jetzt eine Phasenverschiebung haben will in positiver Z-Richtung, so wie wenn ich eine Funktion in die Richtung verschieben will, so rein grafisch. Was für ein Vorzeichen muss dann hier stehen? In der Regel Minus, genau. Da muss ein Minus stehen. Also die hinlaufenden Wellen haben genau ein E hoch Minus J irgendwas mal Z und die rücklaufenden Wellen haben das mit einem Plus. So, und jetzt kann man sich noch irgendwie überlegen, Z ist ja hier eine Ortskoordinate. Die hat die Einheit Meter oder Zentimeter oder Millimeter, was auch immer. Kann ich E hoch einen Ort rechnen? Nicht so richtig, weil eine Einheit drin ist. Ja, man kann nur E hoch eine Zahl rechnen, man kann nicht E hoch eine Einheit rechnen. Also irgendwas müssen wir noch vor das Z schreiben, damit das funktioniert. Und das nennen wir K. Und das K ist die sogenannte Wellenzahl. So, und das K kriegt, damit das funktioniert, kriegt das die Einheit 1 durch Meter. Und naja, ohne das jetzt irgendwie allzu intensiv noch herzuleiten, kann man eben, kann man sich so ein bisschen überlegen, ja, kann man, also macht dann auch ohne Herleitung, glaube ich, ganz gut Sinn. Also, was könnten wir in das K reinrechnen, von dem, was wir gerade schon mal irgendwie ausgerechnet haben, was schon an der Tafel steht, was uns ein 1 durch Meter als Einheit bringt? Unsere Wellenlänge, ja. Also wir könnten auf jeden Fall so durch die Wellenlänge teilen, dann würden wir 1 durch Meter hinbekommen. So, und jetzt ist ja so, wenn ich hier jetzt so eine Phasenverschiebung haben will,
dann ist es total schlau, wenn ich nicht 1 durch die Wellenlänge rechne, sondern 2 Pi durch die Wellenlänge rechne. Ja, wegen, weil eine ganze Wellenlänge ja 2 Pi entspricht. So wie man eben, man schreibt ja auch nicht Sinus von F mal T, sondern man schreibt ja Sinus von Omega mal T oder von 2 mal Pi mal F mal T, weil eben, wenn ich eine ganze Umdrehung haben will, brauche ich da irgendwie die 2 Pi drin. Ne? Und da kommen sozusagen die 2 Pi her in der Wellenzahl. So, also haben wir ein K und da steckt unser Lambda drin. Okay. So, also jetzt haben wir hingeschrieben, die Spannung an jedem Ort entlang der Leitung setzt sich zusammen aus hin- und rücklaufenden Wellen. Die haben eine Amplitude und die breiten sich eben mit dieser und dieser E-Funktion entsprechend aus. Oder die packt uns da die Phasenverschiebung rein. So, genau das Gleiche können wir natürlich auch für den Strom hinschreiben. Können wir sagen, I von Z ist eine hinlaufende Welle für den Strom mal E hoch minus J K mal Z plus eine rücklaufende Welle für den Strom und die hat wieder E hoch plus J mal K mal Z. So, und jetzt können wir nachher scharf drauf schauen. Naja, und jetzt haben wir im Prinzip, naja, so richtig ein Gleichungssystem haben wir noch nicht. Ne? Wir kennen das nicht, wir kennen das nicht. Also das K und das Z, das kennen wir irgendwie. So, aber tja, irgendwie müssen wir das jetzt noch ein bisschen mit Leben füllen, weil am Ende wollen wir ja zumindest so dieses Verhältnis zwischen diesen beiden, dieses Verhältnis wollen wir jetzt ausrechnen. So, was können wir noch für Formeln hinschreiben oder für Formeln nutzen, die dafür jetzt irgendwie hilfreich sein könnten? Und eine Formel, die auf jeden Fall einfällt, ist, was sagt uns dieses ZC oder wo kommt denn dieses ZC her? Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Ja, ich könnte das bestimmt auch irgendwie in Leitwert umrechnen, aber ich meine, wenn ich so ganz allgemeine Impedanz ausrechne, was rechnet man, um eine Impedanz auszurechnen? U durch I. So, und diese charakteristische Impedanz der Leitung, die rechnet man auch aus U durch I, und zwar hinlaufende Spannungswelle durch hinlaufende Stromwelle. Ja, und das ist dann interessanterweise also geschickt so definiert und macht auch Sinn, das so zu nutzen, dass man sagt, das ist genau das gleiche Verhältnis auch für die rücklaufenden Wellen, bloß mit einem negativen Vorzeichen. Ja. Das nehmen wir jetzt an der Stelle auch mal so als Gott gegeben hin. Da müsste man jetzt noch ein bisschen länger sich irgendwie Leitungsgleichungen herleiten, um auf das hier zu kommen, um zu sehen, dass dieses Minuszeichen da sinnvoll ist. Aber daher, das ist im Prinzip genau das gleiche Minuszeichen, was hier oben drin steht. Vielleicht kann ich hier so einen kleinen Verbindungspfeil machen zwischen den beiden. So, und das heißt, was wir damit machen können, ist, wir können immer die Stromwellen austauschen durch die Spannungswellen. Also ich kann, so wie man rechnet, I ist U durch R, kann ich rechnen, hinlaufende Stromwelle ist hinlaufende Spannungswelle durch ZC. Also ich kann hier unten den Strom umschreiben, kann sagen, das ist das gleiche wie U hin durch ZC mal E hoch minus J mal K mal Z. Und jetzt minus die rücklaufende Spannungswelle durch die charakteristische Impedanz mal E hoch plus J mal K und Z. So, jetzt haben wir nur noch, jetzt haben wir schon mal nur noch zwei Unbekannte, wenn man so will. Jetzt haben wir nur noch hin- und rücklaufende Spannungswellen. Die Stromwellen haben wir schon mal eliminiert und ersetzt durch die charakteristische Impedanz. So, was könnten wir jetzt aus unserer tollen Skizze, aus diesem tollen Leitungsschaltbild da, was könnten wir noch für eine Formel aufschreiben? Die uns jetzt irgendwie weiterhelfen könnte, diesen Reflexionsfaktor am Ende der Leitung auszurechnen. Ich unterstreiche mal Ende der Leitung.
Und das Ende der Leitung, ich markiere das mal hier. Das Ende der Leitung ist hier. So, was könnte ich noch für das Ende der Leitung für eine Gleichung aufschreiben, die jetzt Strom und Spannung und so miteinander verknüpft? Die sehr naheliegend ist, aber noch nicht an der Tafel steht. Einfach Strom-Spannungsbeziehung an der Impedanz. Einfach Ohmsches Gesetz hier. Ja, also ich könnte sagen, UL, die Spannung am Ende der Leitung, muss als Randbedingung, wenn man so will, genauso groß sein wie Z mal der Strom am Ende der Leitung. So, und in die Gleichung kann ich doch jetzt das hier praktisch mal einsetzen, was wir hier haben, bloß dass ich für Z eben die Stelle L einsetze, nämlich 3 Meter. So. Und wenn ich das mal mache, dann steht hier also U hin mal E hoch minus J K mal L plus U rück mal E hoch plus J K mal L ist das gleiche wie U hin durch ZC mal E hoch minus J K und L minus U rück geteilt durch ZC mal E hoch plus J K mal L. Und dann stellt man schon fest, boah, so Leitungstheorieaufgaben sind immer so ein bisschen schreiblastig, ja, wenn man jetzt sich das ja alles nochmal irgendwie ernsthaft herleiten will. Aber okay. So, und eigentlich, wenn man jetzt mal so guckt, eigentlich sind wir jetzt schon fast fertig, oder also wir sind auf einem ganz guten Weg, ja, weil wir haben jetzt ja eine Gleichung und in der einen Gleichung gibt es nur noch zwei Unbekannte, nämlich U hin und U rück. Und uns interessiert ja eigentlich auch nicht wirklich, wie groß ist U hin und U rück. Uns interessiert, wie groß ist das Verhältnis zwischen den beiden. Eigentlich muss ich es jetzt nur schaffen, in Richtung dieses Verhältnisses umzustellen. So, und tja, jetzt die Frage, wie machen wir das am geschicktesten? Wir könnten U hin und U rück auf eine Seite bringen und dann könnten wir die ausklammern und dann könnten wir bestimmt durch das U hin teilen, weil das wollen wir ja im Nenner nachher haben. Oder wir könnten auch jetzt schon versuchen, durch das zu teilen und dann können wir das sozusagen so ordnen. Wir können auch erst ordnen. So, also, oder bringt das was? Ja, ist glaube ich Jacqueliose. Also ordnen wir mal. Holen wir mal das mit Plus auf die Seite. Ja. So, also dann steht da U rück, das kann ich schon mal, könnte ich schon mal ausklammern, mal E hoch plus J K mal L, das ist dieses hier. Ja, so, und dann haben wir Plus gerechnet. Also Plus, das UR haben wir ausgeklammert, dann steht da, kann ich eigentlich, also steht ja nochmal das mit, kann ich das gleich zweimal rechnen? Brauche ich hier diese Klammer gar nicht. Na, das war jetzt schon wieder keine gute Idee. Moment, ich hoffe mal, dass sich das gleich wieder hinruckelt. Ja. Also die Klammer lasse ich jetzt mal stehen, aber wir haben das mal 2. Aber Moment, ich habe ja den zweiten Term habe ich ja nur mit dem 1 durch CC, also so ganz so einfach kann ich das vielleicht doch nicht rechnen. Aber ich habe das, also ich habe auf jeden Fall ein E hoch JKL, die Klammer bräuchte ich jetzt nicht, aber ich habe das einmal von hier. Und dann habe ich das noch plus 1 durch ZC mal. Macht das Sinn? Funktioniert das? Achso, ich weiß schon, was H ist. Ich weiß, was wir vergessen haben. Weil das funktioniert jetzt gerade von den Einheiten nicht, was wir basteln. Hier hinten muss noch das natürlich alles mal Z stehen. Ja? So, und dann funktioniert es. Dann steht hier 1 plus Z durch ZC. Ja, also die 1 von dem Term und
plus, weil wir das auf diese Seite rübergeholt haben und Z durch ZC von dem dort hinten. Okay. So, und jetzt holen wir den Term auf diese Seite rüber. Dann steht da U hin, auch mal E hoch minus J, K mal L, ne, weil wir das hier und hier haben. Und hier steht Z durch ZC. Und wenn wir das hier rüberholen, steht da minus 1. Ja, okay, so, Prinzip fast fertig, ja? Ich hätte jetzt gesagt, ausnahmsweise habe ich mich mal nicht verrechnet. So, UR durch UH wollen wir haben, also teilen wir jetzt durch das UH und dann muss der Kladderadatsch noch auf die andere Seite rüber. Ja, so, und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier mit diesen Brüchen umgehen. So, also wir wollen dieses Gamma haben oder das R. Ich nenne das mal einfach nur UR durch UH. So, also das lassen wir hier, durch das haben wir jetzt geteilt. Auf der anderen Seite bleibt erstmal das stehen und wir teilen noch durch das E hoch JKL hier. So, wenn ich das durch das teile, bekomme ich Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert, also kriege ich E hoch 0, also 1. Genau, also kriege ich E hoch minus 2 mal das, ne? E hoch minus J 2KL. Was auch irgendwie Sinn macht, weil mein Signal läuft, also ne, wir rechnen jetzt im Prinzip erstmal nur so ganz allgemein so einen Reflexionsfaktor zwischen hin- und rücklaufenden Wellen aus. Die sind eigentlich, die hätte ich ja erstmal so an sich hier vorne entlang der Leitung und jetzt läuft das Signal einmal hin, wird reflektiert und läuft wieder zurück. Das ist diese zweimal Propagation entlang der Leitung, die hier drin steckt. So, und dann steht da jetzt eben immer noch Z, ich schreibe mal ein bisschen schräge Bruchstriche, nimmt das nicht so viel Platz weg, Z durch ZC minus 1, das steht über dem Bruchstrich und unter dem Bruchstrich steht, drehen wir die Reihenfolge um, Z durch ZC plus 1. So, wie kriege ich da jetzt noch den Doppelbruch weg oder ein bisschen was Schöneres draus? Wir können mit ZC erweitern, ja, dann geht es hier weg und hier weg und anstatt der 1 hätte ich minus ZC und anstatt der 1 hätte ich hier auch ein ZC. Und dann sieht das schon im Prinzip genau aus wie das, was wir hier haben. Und jetzt würden wir eben genau diesen Teil hier, den nennen wir jetzt R. Das ist das R, das ist der Reflexionsfaktor am Ende der Leitung. Ja, so dass ich eben schreiben könnte, das wäre jetzt dieses R, das R, was wir hier vorhin schon haben. R mal E hoch minus 2JKL. Und das R hier ist eben genau Z minus ZC durch Z plus ZC. Genau, dieser Reflexionsfaktor. So, und den haben wir jetzt hergeleitet, nochmal diese Formel. Und jetzt können wir natürlich da einfach die Sachen einsetzen und das ausrechnen. Und das machen wir natürlich nicht von Hand, sondern dafür nehmen wir Octave. Boah, die 7er Version ist jetzt nicht ganz die neueste. Ich habe gerade gesehen, dass auf meinem Rechner auch noch eine neuere Version jetzt vorhanden gewesen wäre, aber egal. So, und da startet das schon mal still vor sich hin. Und ich mache das mal ein bisschen kleiner, dass ich hier die Werte sehe. Und tippe die mal ein. Also das ZC, was wir haben, sind 100. Das Z, das wir haben, sind 260 plus J mal 180 Ohm, ja. So, und dann können wir eben ausrechnen, also dieses R sind Z minus Z, ZC und das Ganze geteilt durch Z plus ZC.
So, da sollte jetzt erstmal dieser Prinzip-Reflexionsfaktor rauskommen. Und dann sieht man, ja, der liegt auf, also der betragsmäßig ist ja auf jeden Fall kleiner als 1. Ja, das passt schon mal. Und der ist natürlich auch imaginär, weil unsere Lastimpedanz, oder der ist komplex, weil die Lastimpedanz komplex ist. Und jetzt könnte man noch das mit im Prinzip das R multiplizieren mit dieser E-Funktion da. Für diese E-Funktion bräuchten wir noch die Länge der Leitung und wir bräuchten das Lambda, das kriegen wir eben raus mit unserer Frequenz 30 MHz und dem V mit 2 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde ergibt sich eben das Lambda aus F durch V. Das sollten jetzt unsere 6,6 Meter sein, genau, ne? Dann können wir das K ausrechnen, das ist 2 mal Pi durch Lambda. Und jetzt kann man überlegen, 2 mal Pi sind auch ungefähr 6. Ja, und 6 durch 6 sind ungefähr 1. So, da sollte irgendwas so um die 1 rauskommen. Das sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Und jetzt könnten wir eben sagen, R mal E hoch minus J mal 2 mal K mal L. So, und dann kommt da nochmal ein, ja, also der Reflexionsfaktor, den wir hier haben, das ist im Prinzip so, wenn man so will, das, was am Ende der Leitung gilt. Ja, und wenn man sich das jetzt noch transformiert auf den Anfang der Leitung vorstellt, dann wird aus dem das hier aufgrund nochmal der Phasenverschiebung entlang der Leitung oder im Prinzip der doppelten Phasenverschiebung, wenn man so will. Signal läuft einmal hin, läuft wieder zurück. Okay. Gibt es dann erstmal Fragen? Ich kann das nochmal kurz aufmachen. Ich lade auch nachher die Octave-Befehle mit hoch dazu. Ja? Also, ist jetzt, man könnte das auch in Python machen, man könnte das auch in MATLAB machen. Ist natürlich schlau, das mit irgendwas zu rechnen, was direkt mit komplexen Zahlen rechnen kann. Ja? Also, wenn man das jetzt mit einem normalen Taschenrechner rechnet, spätestens hier mit dem E hoch J, wird es immer ein bisschen abenteuerlich. Ja, machen. Also muss man sehr gute Taschenrechner haben, die das irgendwie können und die sind dann auch sehr teuer und dann kann man auch gleich sich einen Computer hinstellen und irgendwie Octave, MATLAB, Python, was auch immer benutzen. Okay. Das war erster Aufgabenteil. Jetzt nehme ich mal grün für den nächsten Aufgabenteil. Dieses Stehwellenverhältnis. So, was versteht man unter Stehwellenverhältnis? Warum ist Stehwellenverhältnis sinnvoll? Und natürlich habe ich auch hier schon mal den entsprechenden Wikipedia-Artikel angeklickt. Da steht ein bisschen was dazu drin. Ja, und Stehwellenverhältnis hat man früher benutzt, weil man letztendlich das hier total schwierig messen kann. Ja, so als komplexe Zeiger und mit Phasenverschiebung und so. Und dieses Stehwellenverhältnis lässt sich, werden wir gleich sehen, anhand der Definition relativ einfach rechnen oder relativ einfach messtechnisch bestimmen, weil ich einfach nur Spannung messen muss im Sinne eines Betrages. Und ich nehme im Prinzip einen Spannungsmesskopf und fahre entlang der Leitung lang und dann gucke ich, wo habe ich die kleinste Spannung, wo habe ich die größte Spannung. Das Verhältnis von den beiden ist das Stehwellenverhältnis. Ja, weil was diese hin- und rücklaufenden Wellen natürlich machen können, ist, die können sich positiv überlagern, dann kommt ein Maximum raus und die können sich destruktiv überlagern, dann kommt ein Minimum raus. Und die kann ich eben relativ einfach messen, indem ich einfach Beträge messe, muss ich nichts komplex mit Phasenverschiebungen zu messen können. Und da kommt dieses Stehwellenverhältnis her. Ja, das steht hier so ein bisschen in der Geschichte und so drin. Hier ist das auch mal so ein bisschen gezeigt, ja, wie sich diese Wellen ausbreiten, wie dann nur ein gewisser Teil der Welle eben in die Last reingeht. Das würde so ein bisschen sogar zu unserer Leitung hier passen. Ja? Und wie man eben so ein Maximum hat und so ein Minimum hat. Von diesen Wellen. So, also das heißt, Stehwellenverhältnis ist so, wie es hier steht, Maximum durch Minimum. Das kopiere ich jetzt nicht, das können wir uns merken. Aber wir brauchen mit Sicherheit mal eine zweite Seite. Die habe ich ja hier schon aufgeklickt. Also in Aufgabenteil 2. Stehwellenverhältnis, SWR, Standing Wave Ratio, ist die maximale Spannung,
durch die minimale Spannung. Und die haben jetzt keinen Strich drunter, weil das Beträge sind. Ja, die sind nicht komplex, das sind einfach nur reelle Zahlen. Und deswegen ist dieses Stehwellenverhältnis auch eine reelle Zahl. Das ist nicht komplexwertig. So, und jetzt kann man sich eben überlegen, naja, aus dem, was wir vorher schon gemacht haben, und dieses Programm, das scrollt nicht so gut, wie kann man denn aus dem, was wir vorher schon gemacht haben, sich jetzt eine maximale Spannung überlegen und eine minimale Spannung überlegen? Im Endeffekt ist ja Maximum da, wo Wind und Rück gesamt als Summe. Genau, sich positiv überlagern. Also ich müsste meine hinlaufende Welle nehmen, jetzt von der den Betrag. Ja, also das ist ja ein komplexer Zeiger. Da, wo sich der Betrag gerade konstruktiv vollständig überlagert mit der rücklaufenden Welle und beim Minimum Prinzip genau der gleiche Spaß, U hin, Betrag minus U rück, Betrag. So, okay. Dann, wie machen wir weiter? Also wir wissen weder U hin noch U rück, aber das Verhältnis zwischen den beiden. Oder wir können eben sagen, die rücklaufende Welle ist ja genau das gleiche wie dieses Gamma mal die hinlaufende Welle. Ja? Also das hier, ich weiß nicht, vielleicht nenne ich das jetzt mal wirklich hier Gamma, wobei das jetzt noch ein bisschen ein anderes Gamma ist als das hier oben. Ja? Weil hier steckt diese, also in dem Gamma hier, so jetzt mal, hallo, soll jetzt mal noch diese Phasenverschiebung damit drinstecken. So. Also sagen wir, ja, könnte ich ja hieraus machen, meine rücklaufende Welle kriege ich auch hin als Gamma mal die hinlaufende Welle. So, und das kann ich jetzt nehmen und kann das hier unten einsetzen. So, und dann steht da immer noch U hinlaufende Welle Betrag plus, so, dann R mal e hoch minus 2jkl mal hinlaufende Welle und von dem immer noch der Betrag. Und hier unten steht auch hinlaufende Welle, Betrag minus komplexer Reflexionsfaktor mal e hoch minus 2jkl mal hinlaufende Welle und von dem ganzen Spaß der Betrag. So, was können wir dann Schönes machen mit Blick auf diese Formel? Wenn wir auf diese komplexe E-Funktion gucken, dann ist der Betrag von der, wenn ich irgendwie e hoch j phi habe, dann kann ich das mal hinschreiben hier, ich habe irgendwie e hoch j phi und ich gucke mir den Betrag an davon, egal wie groß dieser Phasenwinkel ist. Was ist denn das? Das ist ein rotierender Zeiger auf dem Einheitskreis. Also 1. Das ist einfach mal der Radius von dem Einheitskreis, das ist immer 1. So, also das heißt, aus dieser Betragsformel kann ich das schon mal geflissentlich nicht rausstreichen, das hat dafür keinen Einfluss. So, und was könnte ich als nächstes noch machen? UH ausklammern, ganz genau. Ja. Ich könnte UH ausklammern und wenn ich das oben und unten ausklammere, kann ich das praktisch auch wegstreichen und wegkürzen. Das heißt, ich kann das jetzt mal hier auch gleich wegkürzen. So, und das heißt, da bleibt jetzt hier vorne natürlich eine 1 und eine 1 über. Der Betrag von 1 und der Betrag von 1 ist aber jeweils 1. Und das heißt, da steht 1 plus der Betrag von dem R und 1 minus der Betrag von diesem komplexen Reflexionsfaktor. So, naja, gut. Und ich meine, ja, im Prinzip könnte man jetzt hier noch irgendwie die Formel von dem R nochmal einsetzen. Letztendlich wird das dadurch aber auch nicht viel hübscher, ja, der Ausdruck. Also man kann, ich würde vorschlagen, dass man das jetzt einfach so stehen lassen kann. Und wenn man mal jetzt hier diesen Wikipedia-Artikel so ein bisschen weiterliest,
ja, dann steht hier so ein bisschen was drin und steht ein bisschen was drin und so. Und dann kommt da raus, unser Stehwellenverhältnis ist eben 1 plus durch 1 minus jeweils den Betrag von dem Reflexionsfaktor. So, und das heißt, das können wir jetzt auch mal in dem Octave ausrechnen. Das R hatten wir ja gerade schon mal, also rechne ich jetzt aus, SWR ist 1 plus. So, wie kriege ich in Octave oder in MATLAB oder so Betrag hin? Abs, genau, Absolute Value, also Eps R und dann durch in Klammern 1 minus Eps R und Klammer zu und dann kommen da ungefähr 4 raus. Ja, also die maximale Spannung entlang der Leitung ist viermal so groß wie die minimale Spannung entlang der Leitung. Und ja, das ist jetzt nicht sonderlich schlecht, ist aber auch nicht sonderlich gut. Ja, also im Idealfall, wenn ich jetzt hochfrequenztechnikmäßig Kommunikationsdatensignalleitung habe, sollte das natürlich 1 sein oder nahe 1 sein. Und wenn ich so irgendwie ganz schlechte Systeme habe, dann kann das auch mal über 10 oder sowas sein. 4 ist jetzt so, naja, so mittelmäßig. So, und dieses Stehwellenverhältnis ist auf jeden Fall eine reelle Zahl. Ja, weil obwohl wir hier was Komplexwertiges reinnehmen, wir nehmen davon eben nur den Betrag. So, und dann kann man noch als letztes sich so ein bisschen darüber streiten, jetzt so rein schreibweisenmäßig. Meines Erachtens ist es keine wahnsinnig smarte Idee. Das kommt natürlich so ein bisschen aus dem amerikanischsprachigen Raum für physikalische Größen oder ingenieurwissenschaftliche Größen immer so Symbole zu verwenden, wo mehrere Buchstaben drinstehen. Ja, weil man eben so im klassischen Formelsatz immer nie so richtig weiß, ist das jetzt S mal W mal R oder ist das 1? Ja, und also das ist natürlich, das ist so ein bisschen tradiert, dann ist es immer eine schlaue Sache, immerhin solche Formelzeichen, solche Symbole in aufrechten Buchstaben zu schreiben und nicht in kursiven, weil man dann weiß, das ist irgendwie was, was so ein bisschen spezieller ist oder was zusammengehört oder was, ja, so wie man eine Sinusfunktion eben auch aufrecht schreibt oder so wie man das in hier als Abkürzung für Input eben auch aufrecht schreibt. Ja. Aber also man findet das eben überall, deswegen ist jetzt auch nicht, auch keine gute Idee, sich dafür was Eigenes zu überlegen, aber so richtig cool ist es eigentlich nicht. Okay, so, können wir diese Aufgabe auch abhaken? Dann nehme ich mal vielleicht Grau als Farbe für die nächste, für die dritte, die Eingangsimpedanz am Anfang der Leitung. So, und jetzt muss ich wieder ein bisschen runterscrollen, aber ja, das war schon fast zu viel. Und so scrollt es aber nicht. Also nochmal runter und nochmal hoch. So. Ja, klar. Müssen wir in unserem Leitungssystem im Stromnetz dann davon ausgehen, an jedem Punkt der Leitung kann auch die vierfache Spannung aufgehen. Also in jetzt hier, also hier ist es so, dass entlang der Leitung, also das ist ja das Verhältnis zwischen Minimum und Maximum, so dass das Maximum viermal so hoch ist wie die minimale Spannung, aber klar, so die normale Spannung liegt eben irgendwo dazwischen, mhm. Ja. Ja, aber also man kriegt jetzt entlang der Leitung, kriegt man Spannungen, die größer sind als das, was man vorne drauf gibt. Und ich meine, das ist auch das, was so, was bei Leitungen passieren kann und was auch aus EMV-Sicht eben relevant ist. Also typischerweise wird das nicht passieren bei den Spannungen oder sagen wir mal bei den Frequenzen, bei denen man jetzt ein energietechnisches System betreibt, weil da die Leitungen einfach viel zu klein sind gegenüber der Wellenlänge. Ja. Aber also bei den hohen Störfrequenzen, die jetzt noch mein Umrichter macht, die auch eine leistungselektronische Schaltung macht und die ich nicht irgendwie geschickt wegfiltere, kann das schon passieren, dass ich meinetwegen, nur ich gebe jetzt bei diesen 30 MHz oder so, gebe ich nur ein ganz bisschen Spannung vorne drauf und dann läuft die eben hin und wird, weil meine Lastimpedanz so groß ist bei der Frequenz, oder dann wird die fast vollständig reflektiert und kommt hier vorne zurück und wird zum Beispiel wieder fast vollständig reflektiert und genau im richtigen Zeitpunkt, ja, kommt wieder ein bisschen was dazu. Und dann habe ich wie so eine Schaukel, die ich immer im richtigen Moment anschaukle und obwohl ich die nur mal so ein ganz bisschen anstupse,
ist meine Leitung ein gut schwingungsfähiges Resonanzsystem, und dann kriege ich auch mit, immer wenn ich nur im Prinzip 1 Volt vorne als Quelle habe, kann ich trotzdem, keine Ahnung, 100 Volt am Ende der Leitung oder irgendwo entlang der Leitung bekommen bei dieser entsprechenden Frequenz. Und genau, und klar, und das ist im Prinzip genau der Punkt, der aus EMV-Sicht interessant ist. Und es gibt ja dann noch so, also es ist jetzt zusätzlich zum Ferranti-Effekt noch. Was meinst du mit Ferranti-Effekt? Sozusagen Kabel, die mit ihrer Kapazität. Ja, ich glaube, oh, boah, da stecke ich jetzt, warte mal, da können wir jetzt mal kurz, da können wir jetzt mal kurz nochmal hier irgendwie. Ja. So, dann machen wir mal das und machen mal, das sollte hier Wikipedia sein. Mal gucken, ob er da irgendwas Schönes findet. Hochspannungsnetzen auf. Ja. Müsste ich mich jetzt nochmal so ein bisschen belesen, aber ich würde sagen, das ist eher so. Das kommt halt aus dem LC-Verhalten. Genau, das kommt aus dem LC-Verhalten. Klar, ich meine, das LC-Verhalten steckt ja hier auch drin. Wobei wir, also die Leitungsresonanzen, von denen ich spreche, die hängen nicht von dem LC der Leitung ab, sondern die hängen wirklich nur davon ab, ich habe hier eine Reflexion. Ich gebe was hin, das wird reflektiert, kommt wieder zurück, wird wieder reflektiert und im gleichen Moment packe ich wieder was drauf. Und dann läuft das wieder hin und wird mit dem, also das, was ursprünglich hin und her reflektiert wurde, da kommt immer was Neues drauf und dann schaukelt sich das auf. Und ich würde sagen, dieser Effekt ist eher so, meine Leitung hat eine Längsinduktivität oder einen Induktivitätsbelag, hat einen Kapazitätsbelag und meine Leitung an sich ist wie ein Schwingkreis. Ja. Ja, und ich habe die eben aufgeladen und jetzt schließe ich die kurz irgendwie am Ende und ist dann. Das ist auch bei Kabeln viel schlimmer als bei Freileitung. Genau, weil Kabel eben viel mehr Kapazität haben, viel mehr Kapazitätsbelag. Genau, deswegen sind ja auch, also, ja, ich meine, hier ist jetzt irgendwie so eine Tabelle, ja, also deswegen ist es ja auch nicht so, und das wird eine Freileitung sein und kein Kabel, also deswegen will man ja, wenn man Kabel verbuddelt, eigentlich keine Wechselspannung drauf haben, weil man dann eben super viel Kapazität hat, die man immer irgendwie kompensieren muss, und deswegen ist eigentlich, wenn man die Freileitung nicht sehen will und Kabel verbuddelt, muss man die eigentlich immer irgendwie mit Gleichstromübertragung benutzen. Dann hat man aber natürlich andere Probleme mit, wenn ich irgendwo einen Kurzschluss habe, dann wird der eben ewig brennen, weil ich ja nicht darauf vertrauen kann, dass irgendwann der nächste Nulldurchgang kommt von meiner Wechselspannung und den Lichtbogen löscht. Ja, und dann muss man eben damit umgehen. Okay, so, dann also in dieser dritten Teilaufgabe wollen wir jetzt eine Eingangsimpedanz bestimmen. So, wie kriegen wir diese Eingangsimpedanz raus? Oder wie könnte man die definieren? Genau, also Spannung am Eingang durch Strom am Eingang. Ja? So, also setzen wir mal ein, Spannung an der Stelle 0 geteilt durch Strom an der Stelle 0. So, und dann kann ich wieder einfach das hier einsetzen. Dann steht als Koordinate für Z überall 0 drin, E hoch 0 ist immer 1, kann ich im Prinzip gleich weglassen. So. Dann steht eben hier U hin plus U rück, jeweils als komplexer Zeiger. Und hier unten steht eben, U hin durch CC minus U rück durch CC. Und das durch CC könnte ich auch als ein Mal CC einfach hinter dem Bruch schreiben. Ja, aber hier steht das Gleiche mit einem Minus. So. Und dann könnte ich im nächsten Schritt was machen? Wieder Gamma einsetzen. Genau, wieder das hier oben einsetzen, was wir hier schon hatten. Also mache ich hier nochmal so einen angedeuteten, sehr langen Pfeil. Wir setzen das jetzt wieder hier für das Rück ein. Und dann können wir uns schon, also naja, vielleicht schreibe ich es auch erstmal hin. Also dann steht da U hin plus
R mal E hoch minus 2JKL mal U hin geteilt durch U hin minus R mal E hoch minus 2JKL mal U hin. Und das Ganze noch mal Z. So, und dann kann man auf jeden Fall was machen? Wir können das U hin wieder ausklammern und kürzen. Und dann bleibt hier vorne jeweils eine 1 stehen. Ja? So, und letztendlich ist ja dann die Formel erstmal gar nicht so verkehrt. Also das R kennen wir, das minus J2K und L kennen wir, das ZC kennen wir. Jetzt könnte man das im Prinzip einfach einsetzen und ausrechnen. Können wir mal mit Octave hier machen. Ja, also Z in ist, über dem Wurschtel steht 1 plus R mal Exponentialfunktion von minus J mal 2 mal K mal L. Und das Ganze geteilt durch, und dummerweise kann man irgendwie in dem Octave, doch hier kann man markieren, dann kann ich das auch kopieren, dann kann ich das auch wieder einfügen und minus rechnen. Machen wir ein bisschen größer. So, und dann nochmal ZC. Halt, und das muss natürlich ein kleines C sein. So, und dann kommt da das bei raus. Also da kommen jetzt nur noch 90 Ohm plus J 200, 140 Ohm raus. Wir haben aber mal viel mehr draufgegeben. Ne? Oder also die am Ende der Leitung ist eigentlich das angeschlossen. Und das, was die Quelle am Anfang sieht, ist aber viel weniger. Und das ist das, was entsprechend der Transformation der Leitung stattfindet. Durch die Phasenverschiebung und durch diese Reflexionen und so weiter und so fort, die da eben stattfinden. So, also ich könnte das jetzt mal hier hinschreiben als Zahlenwert. Ja, das sind jetzt eben roundabout 90 Ohm plus 141 plus J 141 Ohm. 90 Ohm plus J 141 Ohm. So, man könnte auf diese Formel auch draufschauen und sich überlegen, naja, wenn jetzt meine Leitung sehr kurz wäre, was würde dann passieren? Ja. Wobei, achso, ja doch, ja, nee, so richtig sinnvoll ist, erscheint mir das jetzt noch nicht an der Stelle. Na gut, wir können auf jeden Fall drüber nachdenken. Genau, also wenn die Leitung ganz kurz wäre, dann wäre ja die E-Funktion wieder 1, ja, den sehen wir noch nicht so richtig, also dann wird die E-Funktion 1, okay, dann steht hier 1 plus R, 1 minus R, 1 plus R, 1 minus R mal ZC, da sehen wir noch nicht so richtig, was passiert. Also in der Hinsicht ist die Formel noch nicht so cool, deswegen basteln wir vielleicht noch mit der Formel so ein bisschen rum, aber an sich wäre das jetzt schon mal ein Ergebnis. Ja, man könnte das einfach einsetzen, ausrechnen, kommt schon was raus. So, und jetzt mal wieder zurück, hier geht irgendwie in die Wikipedia und man sagt hier so ein bisschen Leitungstheorie, Eingangsimpedanz, ich weiß nicht, ob ich hier danach suchen kann, Eingangsimpedanz, dann steht hier schon mal irgendwas von einer normierten Eingangsimpedanz und einer Eingangsimpedanz, naja, so richtig die Formel, doch hier, Leitungstransformation. So, also die Impedanz am Anfang einer Leitung als Z1 bezeichnet, wird durch den Leitungswellenwiderstand, der heißt hier nicht ZC, sondern Z-Leitung, und die Abschlussimpedanz am Ende der Leitung, die heißt jetzt Z2, irgendwie modifiziert. Und bei denen kommt jetzt eine Formel raus, oder hier steht eine Formel, da steht Z1, das ist unser Z-In, ja, ergibt sich aus dem Z-Leitung, das ist unser ZC. Und dann steht hier was mit ja, Z2 plus J, Z-Leitung und mit so einer Tangensfunktion und hier unten im Prinzip genau das gleiche, bloß dass ZC und Z hier die Position getauscht haben. So, und die
Auf die würde ich jetzt auch noch mal gern kommen. So nach dem Motto. Das ist das Ziel. So, pass auf, wir machen jetzt Trick 17, wir kopieren die. Ja. So, da wollen wir irgendwie hin. So, die füge ich mal hier oben ein. That's the goal. So. Ideen. Genau, wir haben ja nur hier CC und also hier oben in der Gleichung taucht auf jeden Fall kein Reflexionsfaktor auf. Also wäre vermutlich eine smarte Idee, wenn wir erstmal diesen Reflexionsfaktor ersetzen in unserer Gleichung. Was jetzt nicht so schön ist, weil wir dann natürlich einen Doppelbruch hinbekommen, aber irgendwie den Preis müssen wir wahrscheinlich bezahlen. Ja? Also mache ich hier mal ein bisschen mehr Platz, dass wir einen Doppelbruch schreiben können. So, also steht da 1 so plus. So, anstatt R setze ich jetzt ein, das war ja Z minus ZC geteilt durch Z plus ZC. Und das gleiche schreibe ich schon mal jetzt hier unten auch hin. Dann steht da 1 minus ZC geteilt durch Z plus ZC. Und das Z ist natürlich ja eigentlich komplexwertig und kriegt noch einen Strich drunter. So, und das ist jeweils multipliziert mit E hoch minus 2jkl und e hoch minus 2jkl. Und immer noch multipliziert mit unserer charakteristischen Impedanz ZC. So, dann ist das R schon mal weg. Und letztendlich haben wir schon mal alle Größen hier drin, die wir auch irgendwie so haben und auftreten. Achso, und dieses das Beta müssen wir noch kurz schauen im Wikipedia-Artikel, was jetzt die Bedeutung von dem Beta ist. Also Beta ist hier die Wellenzahl. Ja, Beta ist das, was unser K ist, 2Pi durch Lambda. Ja, also ich könnte mal hier oben so ein bisschen drüber clearen in Rot. Also das ist unser Z-In, das ist ZC, das ist auch ZC, das ist auch ZC, das ist einfach unser Z, Z und statt des Ks haben wir, statt des Betas haben wir ein K und das L-Leitung ist eben die Länge der Leitung, das ist unser kleines L. So, weitere Ideen. Du hast schon mal Luft geholt? Wahrscheinlich, wenn man das jetzt in der, also das E quasi umschreibt in kartesische Koordinaten? Genau, wenn man die E-Funktion irgendwie umschreiben würde in kartesische Koordinaten. Und bevor wir das machen, würde ich ja noch so einen Trick 17 machen, nämlich, also ein Problem, wenn man sich das jetzt anguckt, ist, hier haben wir zweimal k mal l und hier oben haben wir nur einmal k mal l. So, was könnte ich jetzt tun, um hier ein, also um aus der 2 eine 1 zu machen? Genau, wenn wir das erweitern, ja, also ich erweitere mal hier, das kann ich ja in Rot machen, ich erweitere mal mit e hoch j kl und hier unten auch. Dann, ja. Und dann dürfen wir mal so, und Klammern setzen. Und genau, und dann muss ich das hier vorne aber auch tun. So, und dann macht sich das hier hinten genau weg mit der 2. Dann habe ich die 2 weg. Das ist schon mal super. So, und ja, jetzt können wir, ja, so, jetzt machen wir vielleicht noch gleich noch so einen Schritt nebenbei. Wie könnten wir den Doppelbruch hier wegbekommen? Wieder mit dem Nenner multiplizieren. Also wenn ich hier mit dem Nenner multipliziere, geht der hier und her weg. Und dafür hätte ich den hier vorn auch noch mal mit dazu. Also Z minus ZC hätte ich hier vorne dran und hier auch Z, nee, halt, das ist ja das Plus, ne? Z plus ZC auch hier vorne dran, den Nenner. So, und das muss ich jetzt, das ist jetzt irgendwie ziemlich viele Schritte schon auf einmal, das muss ich auf jeden Fall nochmal aufschreiben. Also steht jetzt hier vorne Z plus ZC mal E hoch J K
KL. Und ich lasse mal ein bisschen Platz und schreibe mal hin und dann steht da noch plus Z minus ZC. Und das habe ich mal E hoch minus JKL. Und hier unten, also langer Bruchstrich, hier unten habe ich praktisch genau das gleiche. Z plus ZC mal E hoch plus JKL. Und jetzt steht hier ein Minus, das ist der einzige Unterschied. Ja. Z minus ZC mal E hoch nochmal minus JK mal L. So, und jetzt war die Idee, wenn ich irgendwie die E-Funktion wegbekommen will und zu sowas wie einer Tangensfunktion, bei einer Tangensfunktion vielleicht mal landen will, dann kann ich was nutzen? Genau, zerlegene Cosinus Sinus hier Eulers Identity, Eulersche Identität. Oder ist das die eulersche Formel? Nee, das ist, weiß ich nicht. Eine eulersche Identität ist E hoch J, Pi ist 0. Und ich glaube, das ist hier so die eulersche Formel. Aber egal. Also das ist Cosinus Alpha plus J Sinus Alpha. Richtig? So. Und das setzen wir jetzt hier ein. Also steht hier der Cosinus. Das sieht nicht schick aus. Der Cosinus von K mal L plus J Sinus von K mal L. Und das Ganze natürlich noch irgendwie in Klammern, weil das ist ja mit dem hier vorne multipliziert. So, und hier mache ich mal einfach Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das können wir uns denken. Und hinten streiche ich das auch durch und schreibe das mal auch einmal da oben hin und da unten mache ich einfach nur Punkt, Punkt, Punkt und den Rest können wir uns denken. Also hier steht Cosinus von, hier steht ja das Minus, ne, Cosinus von Minus K mal L, immer noch plus J der Sinus von Minus K mal L. Eckige Klammer zu. So, jetzt haben wir hier hinten irgendwie dieses Minus. Der Cosinus von Minus Alpha ist das gleiche wie genau, ist einfach, also Cosinus, ja, die Cosinus-Funktion ist, sieht ja so aus am Scheitelpunkt, die ist eine gerade Funktion, die kann ich einfach an der y-Achse spiegeln, das heißt, da kann ich das Minus einfach zu einem Plus machen und die Sinus-Funktion ist eine ungerade Funktion, also aus Sinus von Minus Alpha wird Minus Sinus von Alpha. Das heißt, hier kann ich das Minus, hier kann ich aus dem Plus ein Minus machen, dafür wird aus dem Plus hier ein Minus. So, und dann passiert im Prinzip irgendwie was ganz Nettes. Das müssen wir jetzt hier nochmal irgendwie auseinanderklamüsern. Also auf jeden Fall sollte sich hier einmal eins wegtun. Ja? Irgendwie muss ja, es muss ja auch was mit J übrig bleiben. Ne? So, also auf jeden Fall einmal bleibt ein Cosinus-Term über, einmal bleibt ein Sinus-Term über. Und hier unten jetzt im Prinzip genauso. So, und das müssen wir uns jetzt mal überlegen im nächsten Schritt, was jetzt hier Schönes passiert. Also ich mache mal wieder einen fast überlangen Bruchstrich und wir gucken jetzt mal. Also hier steht Z mal Cosinus L plus Z mal Cosinus L. Das haben wir auf jeden Fall. Also haben wir 2 mal Z mal Cosinus von KL. So, wenn wir weitermachen mit dem ZC, dann haben wir das ZC mal Cosinus L minus ZC mal Cosinus L, das fällt weg. So, dann haben wir ein Z mal J Sinus und ein Z minus J Sinus, das fällt auch weg. Aber wir haben ZC mal J Sinus, Minus und Minus wird Plus, nochmal ein ZC Sinus. Also haben wir Plus, so viel Platz hätte ich gar nicht gebraucht, Plus
J2ZC, das war hier das komplexe Z, mal Sinus von K mal L. So, und unterm Bruchstrich kommt jetzt so was Ähnliches raus und hinten fehlt immer noch das mal ZC, das dürfen wir nicht verschludern, das muss hier auch noch hinter. So, und ja, hier unten, also stehen jetzt die gleichen Terme, ne? Ich kann die gleiche Analyse machen, bloß ich, anstatt des Plus hier muss ich jetzt Minus einsetzen. Also Z mal Cosinus, jetzt Minus Z mal Cosinus tut sich weg, aber ZC mal Cosinus minus minus macht plus ZC mal Cosinus haben wir 2 mal ZC mal Cosinus von K mal L. So, und dann kann man sich schon überlegen, naja, jetzt wird hier hinten genau das Z stehen, ne? Also das, wenn wir jetzt mit den Sinustermen gucken, Z mal J Cosinus minus Z mal J Cosinus macht sich, ja, mal, das müssen wir jetzt ja, ah ne, Quatsch, den Cosinus-Term hatten wir auch schon. Also Z mal J Sinus minus Z mal minus J Sinus, das wird jetzt wieder genau Plus, also Minus und Minus hebt sich auf und wird zu einem Plus. Also Plus 2 mal J das komplexe Z mal Sinus von K mal L. Und hier haben wir ZC plus J und hier haben wir Minus, Minus und Minus, dreimal Minus macht wieder Minus, das hebt sich auf. So, okay. So, was können wir jetzt machen? Mit scharfem Blick auf diesen Term, den wir jetzt hier hingeschrieben haben. So, genau. Und so ausklammern, dass wir einen Tangens kriegen und auf jeden Fall die 2 wegbasteln. Die 2 haben wir überall drin, die 2 kann weg. Und Tangens von Alpha ist ja das gleiche wie genau, Sinus von Alpha durch den Cosinus von Alpha. So, und das heißt, wenn wir jetzt einfach durch diesen Cosinus-Term teilen, dann kürzt sich es hier weg und dann wird hier aus der Sinusfunktion jeweils eine Tangensfunktion. So, und dann sieht das doch ziemlich genauso aus wie das, was wir jetzt da oben haben, glücklicherweise. Und ich schreibe das jetzt nochmal einmal ordentlich hin und in der Reihenfolge, so wie es da oben steht. Also das ZC vom Ende packe ich mal an den Anfang. Und dann steht da eben Z plus J ZC mal den Tangens von K mal L und das geteilt durch ZC plus J Z ebenfalls mal den Tangens von K mal L. So, das ist ziemlich genau die Formel da oben. Jetzt könnte man zurückgehen hier ins Octave-Fensterchen, den Mauszeiger suchen, wenn man ihn findet, da ist er. Und das nochmal sozusagen als Probe rechnen oder als zweite Formel. Also wenn ich jetzt ZC nehme und rechne mal Z plus J mal ZC mal Tangens von K mal L, kleines L. So, Klammer zu. Jetzt probiere ich mal das wieder zu kopieren. Durch, so, und das ist jetzt praktisch der gleiche Ausdruck, bloß dass das erste Z jetzt das ZC ist und das zweite Z ist das Z und ansonsten ist das beides ein Plus und dann, oh, ein Glück, kommt da das gleiche raus. Ja? So, ganz fantastische Rechnung. So, und der Vorteil dieser zweiten Formel ist jetzt, wenn man sich jetzt an der zweiten Formel überlegt, was würde man denn vermuten oder was würde man denn erwarten, was für diese Eingangsimpedanz rauskommt? Ja, die Eingangsimpedanz, die wir jetzt bestimmt haben, das ist ja die, ich gucke hier vorne an der Stelle in die Leitung rein.
Das ist das Set-In. So, und die Leitung ist jetzt sehr kurz. Dann sollte ich am Anfang der Leitung eigentlich was sehen? Z. Genau, die Lastimpedanz. Ja, dann sollte diese Leitung keine transformatorische Wirkung haben, sondern da sollte einfach Z übrig bleiben. So, und das sieht man jetzt an der hier eigentlich auch ganz schön. Also wenn das KL jetzt sehr klein wird, also entweder weil ich gehe zu sehr kleinen Frequenzen oder ich mache die Leitung sehr kurz, dann wird das Argument von der Tangensfunktion klein. So, der Tangens von irgendwas, was nahe 0 ist, ist 0. So, und das heißt, hier hinten, der zweite Summand im Zähler und im Nenner, die sind praktisch weg und es bleibt über Z durch ZC. Und das multipliziere ich nochmal mal ZC, dann kürze ich das ZC weg. Ja? Dann kann ich hier so hinschreiben, also näherungsweise für KL geht gegen 0. Ja? Oder, weiß ich, K mal L ist kleiner 1 oder so. Dann kommt da einfach Z raus, so wie man das erwarten würde. Was auch total sinnvoll ist und irgendwie nachvollziehbar. Okay, so und dann könnten wir uns noch versuchen, in den letzten Minuten, die uns hier noch verbleiben, um diese letzte Aufgabe zu kümmern. Die Position des ersten Spannungsmaximums vor der Abschlussimpedanz. So, und das ist ja irgendwie vielleicht tatsächlich so ein bisschen trickreich. Da kann man jetzt so ein bisschen drüber nachdenken, wie man das macht. Und also vielleicht bevor man das macht und bevor man sich das überlegt oder man könnte es auch einfach irgendwie versuchen zu plotten, auszurechnen. Also wenn wir nochmal den Anfang der Leitung hinschreiben, so wie wir es hier gemacht haben. Ne? Die Spannung am Anfang der Leitung ist ja einfach die Summe von hin- und rücklaufender Welle. Und für die rücklaufende Welle haben wir gesagt, können wir das hier einsetzen. Und das heißt, das R kennen wir, dieses E hoch minus J2KL kennen wir, das U0 kennen wir, oder das können wir, keine Ahnung, auf 1 Volt setzen. Ja, also weil das U0 ist ja einfach unsere Spannungsquelle. Also das sieht man hier ja schön an der Skizze, die ich am Anfang gezeichnet habe. Ja. Also das U0 ist einfach direkt unsere Spannungsquelle. So, das heißt, wir können irgendeine Spannungsquelle vorgeben, keine Ahnung, 1 Volt, 10 Volt, was auch immer. Und dann können wir daraus U hin ausrechnen. Und wenn wir U hin ausgerechnet haben, können wir auch U rück ausrechnen. Und dann haben wir ja beide. Und dann können wir das einfach ausrechnen, was hier steht. Ja, und dann nehmen wir einfach davon den Betrag. Und der Betrag ist eben die Spannung, die entlang der Leitung sichtbar wird. Und dann gucken wir einfach, wie weit ist das Maximum vom Ende der Leitung weg. Also ich würde das jetzt, man könnte das auch durch Formeln hinschreiben. Ich glaube, am anschaulichsten ist das einfach auszuprobieren. So, also sagen wir, ne, unsere Quellspannung ist genauso groß wie die Spannung U0 am Anfang der Leitung. Und die Spannung U0 am Anfang der Leitung war hinlaufende Welle plus rücklaufende Welle. Und rücklaufende Welle war ja genau das gleiche wie Reflexionsfaktor mal E hoch minus 2JK mal L mal hinlaufende Welle. So, und jetzt sagen wir, Quellspannung soll, definieren wir uns so, soll, weiß ich, 1 Volt sein. Ja, und dann können wir das einfach nach der hinlaufenden Welle umstellen. Dann steht da hinlaufende Welle muss eben sein UQ, also die 1 Volt, geteilt durch 1 plus den Reflexionsfaktor mal das E hoch minus 2JKL. So, dann kriegen wir die hinlaufende Welle. Und wenn wir die hinlaufende Welle haben, kriegen wir auch die rücklaufende Welle, weil die rücklaufende Welle, haben wir gerade schon gesagt, ist R mal E hoch minus 2JKL mal die hinlaufende Welle. So, und die Rechnung mache ich jetzt wieder einfach in Octave. Und setze mal das UQ einfach auf 1 und rechne aus. Also U hin
müsste jetzt sein UQ durch, und dann muss ich rechnen in Klammern 1 plus R mal E-Funktion von minus J mal 2 mal K mal L und Klammer zu. So, und da kann man sich jetzt überlegen, müsste eben irgendwas auch, naja, um die 1 Volt eben irgendwie so rauskommen, ne? Also ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, keine Ahnung, was da mit dem R und mit der E-Funktion irgendwie gerade so passiert. Aber ja, also kommt irgendwas Komplexes bei raus, was jetzt irgendwie diesen Wert hat. So, und dann können wir eben genauso U rück ausrechnen, und U rück ist, kann ich das hier kopieren, kann das einfügen und das eben mal U hin. So, dann haben wir eine hinlaufende und eine rücklaufende Welle. Und jetzt scrolle ich mal in meiner Aufzeichnung einfach so ein bisschen nach oben und schiebe mal das Octave-Fenster auch ein bisschen nach oben. Ah, und jetzt können wir einfach diese Formel hier nehmen und können das einfach ausrechnen. Und für Z nehmen wir jetzt einfach linear gestufte Werte zwischen 0 und L. Wie kriegen wir linear gestufte Werte in Octave oder in MATLAB hin? Genau, also wir könnten sowas Anfang und Ende. Es gibt so eine schöne Funktion, die heißt Linspace, also ein linear gestufter Vektor, ein Datenfeld von Werten zwischen 0 und L, und dann nehmen wir irgendwie, weiß nicht, 101 Werte bei 3 Meter, sollten das dann Schritte von, also ich mache jetzt mal, ich escape mal die Ausgabe, ja, wenn wir uns mal die ersten 10 Werte anschauen, dann sind das eben Schritte von 3 cm, was total sinnvoll ist. Ja? So, und jetzt können wir also einfach sagen, U von Z ist U hin mal E hoch. So, da haben wir gesagt, hinlaufende Welle muss das negative Vorzeichen haben, K mal Z plus U rück mal E-Funktion von jetzt plus J mal K mal Z. So, und da mache ich auch die Ausgabe weg, weil das natürlich auch jetzt hier auf, ja, also wenn man es ein bisschen größer macht, sieht man in meinem Z hier stecken jetzt natürlich 101 Werte drin. Wenn ich das U von Z ausrechne, dann stecken in dem U von Z, das wird hier oben irgendwo angezeigt, in dem U von Z sollten jetzt auch 101 Werte drin stecken. Und dieses U von Z, das steht jetzt hier nicht, MATLAB würde einem das ein bisschen schöner anzeigen, hier steht nur Double, das ist auf jeden Fall auch komplexwertig. Ja? So, und das heißt, wenn ich das jetzt plotte, in Abhängigkeit von Z, das UZ, dann weiß nicht, ob Octave so smart ist, dann dauert das hier auf jeden Fall einen Moment, dann meckert der nicht. MATLAB würde jetzt meckern und sagen, ja, Moment, du versuchst da gerade was Komplexes zu plotten, und ich plotte dir jetzt nur den Realteil. Ja, und wir wollen ja nicht den Realteil haben, wir wollen den Betrag dessen haben. Und deswegen machen wir den Betrag dessen. So, und dann sieht das Ganze so aus. Ja, so, und jetzt könnten wir da noch irgendwie so ein Gitternetz drauflegen, wenn wir wollten. Und eigentlich wäre es noch schlau, vielleicht die Achsen zu beschriften und sagen, an der X-Achse, das ist jetzt mein Ort entlang der Leitung. Z in Meter, und auf der Y-Achse haben wir den Betrag der Spanne. U von Z in Volt oder so. Ja, nicht U von U, U von Z, und vielleicht noch Betragsstriche ringsrum. So. Und das ist jetzt das, so wie die Spannung entlang der Leitung aussieht. Also am Anfang der Leitung haben wir 1, weil sollte so sein, haben wir ja vorgegeben. Ja? So, am Ende der Leitung haben wir auch irgendeinen Wert, kann man jetzt hier unten so ein bisschen gucken, das sind jetzt 1,1 irgendwas. Das sagt uns jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Hier ist auf jeden Fall das Maximum, ja, und das Maximum ist, könnte man jetzt so abschätzen, bei 2,
Hier unten steht der Wert bei 2,79, 2,8, also sagen wir mal vielleicht 20 cm vom Ende weg. Ja, und das hat einen Wert von 1,12, 1,13. Diese Diagramme sind immer wahnsinnig klein. Ich mache es mal ein bisschen größer. Ja, also da unten steht das jetzt irgendwie 1,13, sagen wir mal so. Da, so. Und hier ist das Minimum. Und das Minimum hat 0,28. So, können wir damit jetzt nochmal irgendwie eine Probe machen? Mit dem, was wir vorher gerade schon ausgerechnet haben? Genau, das ist genau das Stehwellenverhältnis. Also wenn ich mal hier auf 1,13 durch 0,28 rechne. 4,03. Genau. Ja, also 1,13, das ist jetzt, oder haha, also wir können natürlich smarter machen. Wir machen einfach mal das Maximum von dem Betrag. Muss man nicht aus dem Dings ablesen. So. Das Minimum von diesem Betrag und wenn ich jetzt Maximum nehme und durch Minimum rechne, dann kommt da ziemlich gut das raus, was wir auch als Stehwellenverhältnis vorher ausgerechnet haben. So, das heißt, das passt ganz fantastisch. Ja? Und ich meine, jetzt könnte man im Prinzip noch genauso sagen, wenn ich jetzt mal die hinlaufende Welle ausrechnen will, jetzt nur mal so, und ich meine, dann im Prinzip damit ergibt sich die zweite Aufgabe auch von ganz alleine. Ja. Jetzt müsste ich einfach nur sagen, hinlaufende Welle der Spannung durch ZC, kriege ich eine hinlaufende Stromwelle hin. Rücklaufende Stromwelle ist minus rücklaufende Spannungswelle durch ZC. So, und jetzt könnte ich genauso auch, so wie ich da oben das UZ ausgerechnet habe, könnte ich auch ein IZ ausrechnen, ja, indem ich einfach hin- und rücklaufende Stromwellen einsetze. Und jetzt könnte ich eine Probe machen und könnte im Prinzip den letzten, also UZ am Ende der Leitung durch I von Z am Ende der Leitung teilen. Und wenn ich das mache, was sollte da rauskommen? Unsere Abschlussimpedanz. Und ja, fantastisch, es passt auch. Ja, so. Also ganz super Sache. Schöne Rechnung zum Thema Leitungstheorie im Frequenzbereich. Ja, und letztendlich, ich meine, man muss mal so einmal das Prinzip verstanden haben, das sind natürlich alles so Aufgaben, wo die Elektrotechnik ziemlich schnell vorbei ist und sehr, sehr schnell sehr mathematisch wird und man irgendwie viele Terme und Ausdrücke hat und es immer tausend Varianten gibt, die ineinander umzuformen. Und also wenn man nicht genau weiß, wo man hin will, kommt man auf jeden Fall nicht an diesem Ziel an. Ja, aber zumindest haben wir mal irgendwie ganz nett über charakteristische Impedanz, über Reflexionsfaktoren gesprochen, über so Eingangsimpedanz und wie da so ein bisschen hin und her transformiert wird. Und so ähnlich könnte man das jetzt auch einfach, wenn man wollte, noch für diese zweite Aufgabe hier rechnen. Ja, wir gucken uns dann solche Aufgaben auf jeden Fall auch nochmal in LTSpice an, weil da kann man das auch alles rechnen. Aber wir werden dann feststellen, ne, so wie bei jedem Simulator immer und wie bei jedem Mathe-Programm, Garbage in, Garbage out. Also das Programm rechnet an sich schon richtig, man muss aber dann das Ergebnis, was da rauskommt, einfach richtig interpretieren oder dem das Modell, das Problem, was man hat, auch richtig verkaufen. Und dafür ist es eben nicht schlecht, wenn man mal so einfache Beispiele hat, wie eben dieses hier, ja, was man mal selber vollständig komplett von Hand gerechnet hat, um zu verstehen, was da passiert. Das ist so die Idee. Ich werde jetzt mal noch ganz kurz sozusagen erweitert noch zur letzten Grafik, die wir dann gemacht haben. Muss denn quasi zur Erhaltung des Energieerhaltungssatzes die Stromwelle sich dazu symmetrisch... Genau, wir können ja mal, das Problem wird jetzt natürlich sein, dass wir machen das mal einfach so, wir machen mal eine zweite Figur auf, also ich schiebe die mal hier irgendwie so hoch und wir machen mal einfach Figur 2. Und machen mal, die kommt jetzt hier hin, da muss ich irgendwo gucken, wo ich die hinpacke, dass sie nicht allzu sehr von meinem... Kann ja jetzt rauskommen, dass sozusagen die größte Leistung gar nicht unbedingt da ist, wo die größte... Genau, also das wird wohl vermutlich so sein, also wenn wir jetzt nochmal hier einfach Plot machen und anstatt dem U plotten wir das I, ja,
Klar, dann ist das jetzt genau umgekehrt. Also da, wo man wenig Spannung hat, da ist gerade viel Strom und umgekehrt. Weil, ja, also ich gebe eine begrenzte Energie vorne rein und die muss irgendwie auch am Ende ankommen, weil die Leitung ist ja verlustlos. Da kann jetzt keine Energie verloren gehen im Sinne von Leitungsverlusten oder Abstrahlungsverlusten. Und deshalb, ja, also das wäre jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen ein extra Thema, was man aufmacht. Aber klar, im Prinzip könnte man sich jetzt auch überlegen, wenn ich jetzt versuche, aus U und I sowas wie so eine Leistung auszurechnen, also U mal I konjugiert komplex, im Sinne einer komplexen Leistung, dann ja, müsste mit der auch irgendwie was passieren. Ja? Also ich mache mal hier nochmal kurz einen Grid on und wenn wir jetzt, nein, das ist jetzt sehr experimentell, wir machen noch eine dritte Feder auf und schieben die unten hin. So, und jetzt machen wir mal einfach Trick 17 und machen mal nochmal einen Plot und gucken uns mal an, also U von Z mal I von Z konjugiert komplex. Ja, das ist ja eine Leistung. So. Und von der den Betrag, das wäre sowas wie die Scheinleistung. So, und dann kann er, dann sagt er hier, Moment, das kann ich nicht, weil wir nicht einen Vektor mal einen Vektor multiplizieren können. Wir wollen das elementweise machen. So, und dann kommt da schon was raus, dass die Leistung sich irgendwie auch ändert, aber das ist ja Scheinleistung. Ja, und Scheinleistung heißt ja, da wird auch Leistung drin gespeichert. Wenn ich jetzt das mal mache mit dem Real Part, mit dem Realteil von der komplexen Leistung, das sollte die Wirkleistung sein. Ja, und dann sieht man, ha, die Wirkleistung ist konstant, das macht Sinn. Ja, so, dass entlang der Leitung eine konstante Wirkleistung übertragen wird. Und wenn ich mir jetzt nur die Blindleistung anschaue, dass die natürlich an manchen Stellen positiv ist, an manchen Stellen negativ ist, weil einmal die Leitung eben positive Blindleistung und also sozusagen eine, genau. Ja. Schöne Ergänzung nochmal hier so ein bisschen auf die Leistung zu schauen. Hab ich glaube ich auch noch nie so richtig gemacht, aber ist jetzt, also das ist naheliegend, wenn man das mal einmal so ausgerechnet hat, das jetzt hier zu tun. Ja. Und letztendlich ist das immer bei diesen Aufgaben so, das hier kann ich immer hinschreiben und eigentlich ist die Schwierigkeit, wie kann ich U hin und U rück ausrechnen? Ne, wie komme ich auf diese Zeiger, wie groß ist die hin- und rücklaufende Welle? Das ist eigentlich die große Schwierigkeit. Und letztendlich brauche ich dafür ein Gleichungssystem und im Gleichungssystem stecken immer die Anfangs- und Endbedingungen oder die Randbedingungen von dieser Leitung drin.